Ja, hallo Leute. Ich möchte euch heute mal ein Taschenmesser von WMF vorstellen. Und zwar genau dieses hier. Es ist das erste Taschenmesser aus einer Serie von WMF. Es gibt, glaube ich, insgesamt gibt es drei Stück. Und das hier ist das kleinste. Und das will ich euch in diesem Video einfach mal vorstellen. So, es hat eine große Klinge. Dann hat es einen Flaschenöffner oder Kapselheber mit Drahtabisolierer. Dann hat es einen Dosenöffner. Dann hat es noch einen Korkenzieher. Und es hat noch eine Stech- und Nähale. So, des Weiteren hat es oben in den Griffschalen einen Kugelschreiber. Ja, dann hat es noch einen Zahnstocher. Dann hat es noch eine Pinzette. Und auf der anderen Seite hat es einen kleinen Schraubendreher. Und dann hat es noch zu guter Letzt eine kleine Nadel. Ja, ach so, und es hat noch im Messer integriert, beziehungsweise hat es Entschuldigung, hat es noch einen Ring zum Befestigen einer Kette oder zum Befestigen am Schlüsselbund. Ja, was aber auffällt, würde ich sagen, ist die Ähnlichkeit zu den Victorinox-Taschenmessern. Zum Beispiel, wenn ich mir mal den Dosenöffner begucke und nehme dann den Dosenöffner von Victorinox. Also sieht das ja doch schon ziemlich gleich aus. So, oder wenn ich mir den Flaschenöffner betrachte und nehme dann den Flaschenöffner von Victorinox. Gut, der ist jetzt ein bisschen anders, aber es besteht doch schon eine gewisse Ähnlichkeit. Naja gut, was dazu zu sagen wäre, qualitätsmäßig können diese Messer den Victorinox-Messer natürlich nicht das Wasser reichen. Also sie sind nicht schlecht, aber ja, also wie gesagt, Victorinox-Messer sind natürlich besser von der Qualität her, gute Schweizer Qualität. Aber darum soll es ja auch in diesem Video nicht gehen. Ich wollte euch diese Messer einfach nur mal vorstellen. Gut, das war das erste Video und im nächsten Video werde ich euch dann das nächste Messer vorstellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, tschüss.